Ich achte als allererstes auf den Ton und auf die Anmutung, ob eine Übersetzung im Deutschen funktioniert. Denn das ist ja das Zentrale. Die Übersetzer müssen sehr gut Deutsch können. Sie müssen gleichzeitig aber das Besondere der Quellsprache vermitteln. Also der Text muss ein Relief bekommen, er muss eine Lebendigkeit bekommen, auch im Deutschen. Und idealerweise muss man, jedenfalls ist das meine Auffassung, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, kaum merken, dass der Text aus einer anderen Sprache kommt.